Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man vom Schlaf aufsteht, beziehungsweise wenn man von der Toilette rauskommt, es ist die Weise und die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sich dort wäscht. Das Beste, womit man sich wäscht, ist Wasser. Nur wenn man kein Wasser hat, dann soll Papier oder ähnliches, was sauber macht, das Wasser ersetzen. Ansonsten, diese Sache nennt man Al-Istinja. Al-Istinja. Und bei der malikitischen Rechtsschule gehört Al-Istinja zu den Sunnen von dem Gebet. Das heißt, Al-Wudu bei den Malikiten, ob nach Toilette oder nach Schlaf oder nicht. Zum Wudu gehört was? Istinja. Ob Schlaf oder nicht Schlaf. Das heißt, ich bin unterwegs. Bei den Malikiten, wenn ich Wudu machen möchte, ich muss erstmal eine Toilette suchen und mich erstmal reinigen. Und dann wasche ich mich. Aber natürlich machen sie das nicht zur Pflicht, sondern sie machen das zu einer Sunna von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, nach dem Schlaf und nach der Toilette ist das ein Muss. Nach der Toilette, weil Urintropfen, weil Unreinheiten bleiben, die sollen entfernt werden und gereinigt werden. Und nach dem Schlaf, weil man nicht weiß, was im Schlaf passiert ist. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.